So, hallihallo, guten Tag. Jetzt bin ich mal an einem Let's Play, um ein kleines Einführungsvideo für das Forum zu machen. Wie das mit der Karte und alles so funktioniert, ne? So, und beginnen wir einfach mal. Hier seht ihr mein Web-Options-Mailbox. Das klicke ich jetzt mal an. Und möchte jetzt beispielsweise diese Pfeile verkaufen, ne? Tue ich das da rein, schließe das und ja, dann gehe ich einfach mal auf ins Web in GigoCraft. So, und hier in GigoCraft.de, uns auch im Forum. Gehe ich erstmal auf die Karte. Und wie ihr hier sehen könnt, gibt es hier grüne Flächen, rote Flächen und blaue Flächen. Die grünen Flächen sind die Flächen, die ihr dann erwerben könnt. Die roten sind die von den anderen Spielern schon erworbenen. Beispielsweise, wenn ich hier drauf drücke, könnt ihr dann den Eigentümer sehen, dass halt dieses Grundstück schon belegt ist. Die blaue Fläche, das ist dann euer Grundstück. Das könnt ihr dann verwalten, ne? Und können dann die Baurechte vergeben, dass dann andere Spieler dann bei euch, bei euren Bauten dann helfen können. Die Karte hat noch andere Features, wie den Kartentyp zu ändern, hier die Spieler zu sehen und hier jeweils halt dann das rauszusuchen, was ihr eigentlich sehen wollt. Hier könnt ihr nochmal reinzoomen und das war jetzt die Karte. Gehen wir einfach mal jetzt zum Auktionshaus. Das Auktionshaus, da müsst ihr euch dann extra anmelden. Wenn ihr angemeldet seid, seht ihr das euer Budget hier links. Ich markiere es mal. Und euer Name ist oben drüber. Die Zeit. Und kaufen wir einfach mal zum Demonstrieren etwas ein. Und kaufe ich einfach mal von einem anderen Minecraft-Spieler, genannt Rexy. Er macht auch sehr schöne Let's Plays. Einfach mal ein Brot. So, wie ihr sehen könnt, Kauf erfolgreich. Das Brot liegt jetzt unter meinen Items. Und ich hoffe, dass das Verfallsdatum noch nicht abgelaufen ist. Es sieht auf jeden Fall mal gut aus. Meine Items, ich will ja diese Pfeile verkaufen. Gebe ich jetzt einfach hier den Stückpreis ein. Pfeil 2,5. Hier seht ihr den Gesamtpreis, es sind 7 Pfeile. Das gibt 1,75. Auktion erfolgreich erstellt. Hier sind die aus meinem Inventar verschwunden. Die sind dann unter meiner Auktion. Hier seht ihr noch andere Sachen, die ich da reingestellt habe. Könnt ihr dann denken, meine Videos, die ich verhunzt hatte. Und dann seht ihr auch hier schon meinen Namen, wie viel, Stückpreis, Preis und so weiter und so fort. Gehen wir nochmal schnell zum Booten. So könnt ihr dann euer Minecraft, eure Crowns dann täglich auf 75 Crowns erweitern. Müsst dann nur halt an den verschiedenen Links das eingeben, das Auto, die Burgen, hoppala, das Musikinstrument, das war schon mal falsch. Nochmal, das Auto, die Burgen, das Musikinstrument. Okay, dann haben wir schon mal hier gewotet und so funktioniert es. So, thank you for your vote. So, nochmal hier angekommen. Können wir nochmal sehen? Hier ist das Brot und die Pfeile sind weg. Also hat unsere Auktion geklappt. Und von meiner Seite. So, Moment. Von meiner Seite war es das. Der, wo hier auch gegrüßt hat, Exe, hat auch ein Let's Play gemacht, wo
wo auch erklärt wird, wie die anderen zwei Schilder funktionieren, wie man dann diese Crowns dann auf das Spiel rüberzieht und quasi in das Spiel reintut. So viel zu meiner Seite. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist wirklich oft misslungen und ich hoffe jetzt wirklich, dass das das Video ist, dass ich es hochladen kann. Ansonsten auf Wiedersehen, viel Spaß beim Gucken. Tschüssi, ich liebe euch.